So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Und damit natürlich zu einem, ja, weiteren Stück, das wir schaffen müssen. Ich bin am Überlegen, wie wir jetzt am besten noch mehr erweiterte Schaltkreise bekommen. Und die Muni muss ich auch mal wieder nachlegen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war auf dem Weg nach unten. Ich kann mich an gestern gar nicht mehr erinnern. Jetzt ist der erste Arbeitstag wieder gewesen. Da ist man natürlich raus fürs Erste. Weil Arbeit geht ja nochmal vor. So, ihr bekommt wieder Eisen. Überall wieder was nachlegen. Dankeschön. Die Chips sind immer noch voll, die klauen nichts. Ab und zu ist doch nochmal eine Durststrecke, aber auch nur, weil die dann alle zugleich irgendwas rausnehmen. Ihr bekommt Holz. Macht dann weiter unsere Mauern. Ganz, ganz fleißig. Motoren sind da, noch und nöcher. Selbst die Kiste ist mittlerweile voller Stahl, da weiß ich schon gar nicht mehr, wohin damit. Pack noch ein bisschen Kupfer rein. Nehmen uns die Muni für unterwegs. Packen die dann in Geschütztürme. Stein nehme ich sicherheitshalber auch noch einmal mit. Und ja, das war's erstmal, ne? Würde ich jetzt so sagen. Wir holen noch ein bisschen Kupfer. Damit das auch ja nicht alle geht bei der Muni. Kupfer ist da. Selbst die laden hier nichts mehr ein. Das ist schön zu wissen, dass man mal endlich irgendwas voll hat. So, Kupfer. Nee, da nicht. Aber hier. Sehr gut. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Kupfer mit und dann verkrümmeln wir uns wieder nach oben. Achso, die Tränke. Die Tränke darf ich nicht vergessen, sonst werden die Kampfroboter hier nie fertig. So. Und so. Viel Spaß. Gut, die können wieder weiter forschen. Dementsprechend können wir jetzt wieder abhauen. Verschwinden. Uns rar machen. Wie auch immer man das nennen möchte. Und wir müssen natürlich für mehr Strom sorgen. Ich werde versuchen, oben jetzt auch noch ein bisschen Strom hinzubekommen. Durch die Solar Panels. Solar Panels benötigen elektronische Schaltkreise, Stahlträger und Kupfer. Ich glaube, das mache ich doch lieber unten. Und zwar da, wo Kupfer ist. Dann können wir das nämlich gleich abschnorren. So. Und den Stahl, den können wir dann hochtransportieren. Das ist kein Problem. Also, eine Fabrik für Solar Panels. Es gibt noch keine großen Ärmchen, ne? Nee, dafür nicht. Dann machen wir es doch anders. Dann stellen wir die... Das gefällt mir alles nicht. Oh, Kampfroboter sind fertig. Das ist schön. Forschung Nummer 3 kriegen wir noch nicht hin. Wir brauchen ja erstmal Wissenschaftspaket 3. Was brauche ich denn dafür? Batterien, filternde Greifarm. Ah, wir können noch eine Fabrik für filternde Greifärmchen machen. Was brauchen wir für die? Schnelle Greifärmchen. Schnelle Greifärmchen brauchen normale Greifärmchen. Und so weiter und so fort. Dann können wir doch die Fabrik hier vorne mit hinbauen. So. Okay. Du machst schnelle Greifärmchen. Brauchst Chips. Die können wir hier einmal rumführen. Das ist kein Problem. Oder ist das ein Problem? Es wird zum Problem, ne? So. Okay, jetzt werden wieder Chips nachproduziert. Das ist in Ordnung. Oder wir machen eine Abzweigung. Das ist die Idee. Eine Abzweigung. Einmal so. Okay. Und dann ein zweites Fließband so herum. Mit Untergrund. Okay. Und das lassen wir dann einmal rumführen. Auf die Seite.
Okay. So, jetzt können die Chips auch wieder nachproduziert werden. Alles ist gut. Eisen wird wieder verbraucht. Juhu. Wir brauchen ein schnelles Greifärmchen, das dann die Chips und die Robos, die anderen Greifärmchen hier reinpackt. Jeweils eins am besten. Okay, und dann braucht ihr nur noch Eisen. Eisen kommt auch von hier. Das können wir auch noch länger ziehen. Das ist auch kein Problem. Eisen, na, da. Nee, andersrum. Okay, das machen wir auch anders hier. Werden wir dann Untergrund machen. Und führen das einfach vorbei. So, noch ein schnelles Greifärmchen. Und einmal Untergrundfließbänder. Hier ist falsch rum. So rum. Okay, jetzt ist es richtig rum. Perfekt. Dann das schnelle Greifärmchen daran. Und schon bekommen wir die superschnellen Ärmchen. Drei Stück haben wir schon. Die machen wir auf ein Fließband rauf. Obwohl, das lassen wir mal so fließen. Jetzt muss ich mal gucken, die nächste Fabrik. Wo ist sie? Da. Was die so benötigt. Grüne Chips, die kriegen wir auch wieder schnell. Machen wir wieder eine Abzweigung und unten durch. Und die blauen Ärmchen. Jetzt bin ich am Überlegen, wie kriegen wir das am besten hin? Wenn wir die blauen Ärmchen so raufpacken, landen die da. Und die grünen Chips würden auf der anderen Seite landen. Das ist doch perfekt. Das ist doch genau das, was ich brauche. Also, noch einmal eine Abzweigung. So. Okay. Das besteht schon mal. Dann machen wir hier ein Untergrundfließbändchen. Einmal unten durch daran. Und so. Und du legst die Greifärmchen da drauf. Natürlich brauchst du Strom, das ist klar. So, und dann haben wir genau das, was wir für filternde Greifärmchen brauchen. Heißt, wir brauchen jetzt die Fabrik. Wo ist sie? Da. Auch da nochmal ein Stromnetz ran. Und ein, das klaue ich mir jetzt einfach mal, filterndes Greifärmchen daran. Kein filterndes, ein schnelles. Okay. So, und die werden von noch einem Greifärmchen in eine Kiste gepackt. Und dann nehmen wir gleich eine große. So. Okay, jetzt haben wir genau das, was wir für blaue Tränke benötigen. Filternde Greifarme. Machen wir gleich die blaue Trankfabrik hier hin. Das passt. So. Blaue Tränke. Batterien bringe ich dir. Das ebenfalls. Und den Rest auch. Das machen wir gleich so mit rein. Okay. Sehr gut. Und dann wieder in eine Kiste. Wunderbar. Jetzt noch einmal Strom. Und es läuft. Perfekt. Jetzt brauchen wir natürlich die ganzen Ressourcen. Ohne die wird das nichts. Und vor allem muss ich noch irgendwie versuchen, die blauen Tränke hier rumzuführen, dass dann jeder wirklich auch blaue Tränke bekommt. Das heißt, wir machen hier jetzt noch ein weiteres Fließband hin. Thank you.
Okay, so noch nicht. Okay, und hier entlang. Ja, sehr gut. Das war's. Wir haben schon keine Fließbänder mehr. Wir nehmen neue. So. Ich drücke immer auf die falsche Taste. Okay. So, dann brauchen wir natürlich wieder ganz viele blaue Ärmchen. Die holen wir uns von hier. Dankeschön. Ah, die grünen Chips kommen kaum noch hinterher. Das ist schön. Dann haben die wenigstens zu tun. Obwohl, hier reichen auch normale Ärmchen. Na, nur haben wir sie. Ist egal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oh, ich glaube, der sitzt zu hoch. 1, 2, 3. Das ist in Ordnung. Jetzt kriegt ihr noch Strom. Und dann werden wir das Stromnetz hier jetzt mal renovieren. Sehr schön. Okay. Ich brauche mehr Stahlträger. Oh, ich habe meinen ganzen Stahl abgegeben. Dann produziert man ein bisschen mehr hier. Das geht so nicht. Na, obwohl die Fabrik, die könnte das auch gleich rauflegen, ne? So. Okay. Da ist schlecht mit einem weiteren Stromkasten. Aber das geht auch. Guti. Ist alles viel zu viel. Viel zu viele Strommasten. Es reicht, wenn der hier steht. Stellen wir hier noch einen hin. Und dann ist alles mit Strom versorgt. So, die ersten blauen Tränke kommen. Wir sollten mal wieder forschen. Was nehmen wir als nächstes? Na, obwohl, so viele blaue Tränke haben wir dann noch nicht. Das reißen wir jetzt mal ab, damit die dann auch wirklich bloß bis zu dem Labor kommen. Wir brauchen definitiv mehr für blaue Tränke, aber dann müssten wir eben auch mehr Chips produzieren. Heißt wieder mehr Kupfer, mehr Draht, mehr alles. Dann könnten wir das Fließband mit Chips natürlich hier anschließen. Ja, okay. Darum kümmere ich mich später. Jetzt hole ich erstmal rote Chips, damit hier überhaupt produziert werden kann. Noch ein bisschen Stahl hinterher. Und auf geht's ab nach oben. Was hast du? Du hast hier die filternden Greifärmchen. Genau. So, Chips kommen nach und nach durch. Das ist okay. Wir sollten auch unser Chips-Lager mal öffnen. Wo ist denn der Greifarm mit dem Chip-Lager? Da. So, dann bekommst du nämlich mal einen ganzen Schwung. Du ebenfalls. Und du brauchst keine. Sehr gut. Es läuft, es läuft. So, die kleinen Greifärmchen müssten dann auch mehr werden, ansonsten haben wir da wieder Probleme. Tränke kommen. So, und
Dann erforschen wir erstmal Schrotpatronenschaden. Eins? Nö. Lasertechnik. Warum nicht? Okay, wir speichern an dieser Stelle, dass wir wieder etwas erreicht haben, was toll ist. Und laufen ab nach oben. Um Kunststoff zu holen bzw. abzuliefern, oben bei den roten Chips, können wir auch gleich das Kupfer abliefern. Und alles läuft. Kohle kommt noch an. Hier möchte ich mal ein paar Lampen hinhaben. Eine reicht, dankeschön. Sehr gut. Okay, jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen was. Du produzierst weiter Batterien. Das ist toll. Die brauche ich. Du bekommst noch Eisen und Kupfer nach. Okay, hier kommt auch noch Eisen rein. Dafür. Brauchen wir allerdings Schwefel. Schwefel ist wo? Da sind die Chips. Chips brauchen Kunststoff. Kriegt auch nochmal einen Schwung Chips. Die bekommt ihr von hier. Sehr schön. Von hier kommt der Schwefel, der ist schon drin.